Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, habt ihr diese coole Tonleiter gehört? Was alles passieren kann, wenn man mit einem Wechselrichter in einen Zug rumfummelt, dann kommt das bei raus, was ihr gerade gehört habt. Ich stelle euch heute von Modbricks das Set 182-68-018, die Siemens ES64U2 vor, die berühmte Taurus mit dem Dü-Dü-Dü-Dü-Dü beim Anfahren. Eine richtig coole Lokomotive, die übrigens von 1999 bis 2006 um die 400 Mal gebaut wurde, unter anderem bei Krauss Maffei. Das passt ja ganz gut. Ich habe euch ja hier schon viele Panzer vorgestellt, aber auch in Linz und bei Siemens. Und dieses Stück ist eine kleine Premiere, denn es ist der erste, es wollte schon wieder Zug sagen, was ja falsch ist, habt ihr mich alle beim letzten Mal berichtigt, die erste Lokomotive von Modbricks. Designed von Brick Designed Germany, vom lieben Yannick, mit dem ich heute sogar ein Interview führe. Also entweder wird das heute ein richtig cooles Video oder, es gibt gar kein Oder, ein tolles Video wird es auf jeden Fall. Kommt mit mir jetzt hier auf den Betriebshof bzw. meinen Bautisch und dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons einmal genauer an. Ja, Freunde, da haben wir die 182-68-018 hier auf den Bautisch. Und was mir besonders auffällt, das CE-Zeichen und die traurige Zwiebel, so wie dieses Pfeilemonster. Freunde, ich bin gespannt wie Flitzebogen. Das ist ja der erste Zug von Modbricks. Unser Siemens mit den Hörnern. Mehr kann ich ja nicht sagen, da der Name ja geschützt ist. Ich bin jetzt echt gespannt, was sich hier in diesen formschönen, braunen, schwarzen Pappkarton sich befindet. Ich kann euch sagen, von vorne ist er viel schmucker, weil wir den Aufkleber drauf haben. Sonst gibt es hier nichts zu sehen. Ich würde ihn jetzt einmal aufschneiden. Ihr habt gesehen, er ist hier hinten mit Tesaband verbunden. Und dann bin ich echt gespannt, wie die Steine sind. Ob es ein Horrorzug wird oder ob es der Designleistung, denn auf den ersten Blick sieht es sehr gut aus, vom lieben Yannick auch gerecht wird. So, schauen wir uns mal die Steine an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tüten. Wir haben die Anleitung mit dem QR-Code zum Runterladen. Wir haben einen Aufkleberbogen, den lasse ich weg. Und wir haben hier unten noch das Grundteil für den Zug. Bin mal gespannt, wie die Steine sind. In letzter Zeit habe ich ja die Vermutung, dass die Steine so ein bisschen G-Star sind. Genau weiß ich es nicht. Ich schaue noch mal ganz kurz. Ja, wir haben so ein bisschen dieses typische China-Rot, was viele chinesische Hersteller haben. Aber wir haben auch schon, und deswegen bin ich ganz froh, auf dem ersten Blick keine lackierten Steine. Wäre auch bei so einem tollen Set, glaube ich, blöd. Also, da weiß ich nicht. Schauen wir uns das an. Nee, schaut nicht so aus. Egal, die Wahrheit liegt auf dem Platz bzw. auf der Schiene. Ich baue jetzt den Zug, lade mir die Anleitung runter. Es gibt schöne Fakten und dann freue ich mich gleich danach aufs Review mit euch, meine Freunde. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und Freunde, natürlich könnte ich heute eine Menge erzählen zur Baureihe 182 bzw. zur Taurus, aber da wir hier eine Premiere haben, quasi den ersten eigenen Zug von Modbricks bzw. in Kooperation mit einem Designer, finde ich, wäre es doch ganz cool, wenn wir heute mal wieder den Designer zu Wort kommen lassen. Hallo Yannick, schön, dass du Zeit gefunden hast. Magst du dich vielleicht kurz mal meinen Zusehern, Zuhörern vorstellen? Ja, hallo Jörn. Vielen Dank, dass ich in deinem Video dabei sein darf. Ich bin Yannick, besser bekannt als Brick Design Germany. Ich bin der Designer dieses Sets und bin auch sonst auf Rebrickable zu finden. Designe hauptsächlich im Bereich Züge, aber auch mal andere Sachen. Und ja, das ist mein erstes Set, was Modbricks jetzt aufgrund meinem Design umsetzt. Ja, es ist cool, dass dieses Set umgesetzt wird jetzt von dir, weil so habe ich die Chance, mit dir zu sprechen. Das freut mich insgemein. Ich mag es sowieso, dass die Leute immer mal ein bisschen wenigstens die Stimme, den Menschen kennenlernen, der hinter so einem Set steht. Aber bleiben wir doch gleich beim Set. Wie kamst du auf die Idee, eine Taurus bzw. die Baureihe 182 zu designen? Ja, die Idee für die Taurus war auf jeden Fall schon länger da. Ich habe vor ein, zwei Jahren mit Fabian von Stoneheap ein 8-Byte-Modell umgesetzt oder zusammendesignt. Und
Ja, seitdem war eigentlich klar, dass ich auch mal ein Six-Wide-Modell, weil Six-Wide eher so meine Richtung ist, dass ich das umsetzen möchte. Und es ist einfach eine ikonische Lok, hat eine große Beliebtheit, gerade auch in Österreich. Nun aber hier die DB-Variante als Baureihe 182. Die sieht halt einfach cool aus, ist natürlich nicht leicht umzusetzen mit den ganzen Rundungen und die Front ist auch nicht ganz so einfach gewesen. Aber ja, es musste halt irgendwann mal ein Taurus her. Und ja, dann kam Modbricks auf mich zu und hat halt gefragt, was so für ein Set eventuell ganz gut gehen könnte. Und da es aktuell meiner Meinung nach keine wirklich gute Taurus in Six White gibt, habe ich mich einfach mal an das Design gemacht. Und ja, ich bin super happy, dass es jetzt zu dem letztendlichen Set gekommen ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß daran. Ja, cool. Vielen lieben Dank bis hierher für die Einblicke in den Prozess. Da habe ich auch gleich noch eine weitere Frage zu. Aber ich möchte auch nochmal liebe Grüße rausgehen lassen an die beiden Fabians von Stoneheap. Einmal Fabian Harms, der jetzt ja neulich erst bei mir im Video war, bei der BR01, der Baureihe 01 von G-Star. Und natürlich den anderen Fabian, den Gründer von Stoneheap. Freue mich, dich demnächst wieder auf der Schwabenstein antreffen zu dürfen. Und jetzt aber wieder zurück zu dir, lieber Yannick. Kannst du mir mal ungefähr oder meinen Zuhörern, Zuschauern auch sagen, wie lange es gedauert hat von der Idee bis zum fertigen Modell? Ja, insgesamt hat das Design im Studio ungefähr 12 Stunden gebraucht, bis ich zufrieden war. Und ich sag mal nochmal ungefähr 5 bis 6 Stunden die Anleitung. Oh, interessant. Also ich kann auch schon spoilern. Mit der Anleitung hatte ich bei diesem Set überhaupt keine Probleme. Aber kommen wir zur nächsten Frage, lieber Yannick. Wie schaut's denn aus? Was liegt demnächst bei dir an? Was sind deine nächsten Projekte? Ja, meine nächsten Projekte werden auf jeden Fall wieder im Bereich Züge sein. Da gibt es noch ganz viel, was ich umsetzen will. Unter anderem einen Amtrak, vielleicht auch mal was im niederländischen Bereich. Von der SBB auf jeden Fall noch was. ÖBB wird auch wieder dabei sein. Und natürlich von der DB. Und hierzulande gibt es noch ganz viel, was ich umsetzen will. Aber auch das Computerspiel Anno 1602 hat mich früher immer fasziniert. Da habe ich sehr lange gezockt und gesuchtet. Und da das ja so auch modular aufgebaut ist, denke ich, dass sich das ganz gut macht für eine Umsetzung in Klemmbausteinen. Und da habe ich jetzt so die ersten Anfänge mit den ersten Gebäuden gemacht. Und das passt ganz gut. Und vielleicht wird es da demnächst auch noch so ein bisschen was zu geben. Ich habe auf jeden Fall vor, mir da selber so eine kleine, ja, so ein kleines Dorf aufzubauen. Wow, das hört sich ja spannend an. Man gut, dass ich dir auf Rebrickable folge. Und auch, dass du zockst und da was umsetzen möchtest, da bin ich mehr als gespannt drauf. Erstens ist was Historisches, Anno, und das passt ganz gut zu meinem Kanal. Und ich weiß, was du drauf hast, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das wird bestimmt cool. Aber erst einmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön bis hierhin. Hat mir super Spaß gemacht, mit mir dieses Interview zu führen. Und euch da draußen, Freunde, jetzt viel Spaß beim eigentlichen Review. Nach 1 Stunde und 45 Minuten Bauzeit steht unsere Taurus hier auf meiner Endstation, meinem Abstellgleis, meinen kleinen Präsentationsmöckchen, das ich in Zukunft immer benutze, um euch Lokomotiven, Zügen, Triebwagen, wie auch immer, zu zeigen. Die ist ein schönes Teil. Ihr kriegt ja nachher nochmal Detailfotos, da könnt ihr die ganze Pracht euch anschauen. Aber, leider schlägt hier auch wieder der brutale chinesische rote Farbengott zu, denn ihr seht es vielleicht schon, sehr, sehr viele unterschiedliche Farbnuancen in den Rottönen. Zeige ich euch gleich noch im Detail. Wir machen jetzt nur mal das, was wohl gute Klemmbaustein-Reviewer machen, nämlich wir messen einmal, wie groß dieses Gefährt ist. Denn das denke ich mal beim ersten Mal, wo ich hier so eine Modbricks-Lokomotive, Zug, Triebwagen, wie auch immer vorstelle, sollten wir messen. Wir sehen, um die 32 cm ist das Ding lang. Höhe ohne Stromabnehmer um die 10 cm und breit um die ja, 5-6 cm. Das habt ihr jetzt vielleicht hier gesehen. Genau. Ja, also. Es sieht gut aus, es rollt. Es sind durchschnittliche Chinasteine. Wir haben sehr gute und wir haben auch relativ schlechte.
wobei das auch nicht immer hier was mit den Farben zu tun haben muss. Aber ihr seht es schon, wir haben wirklich hier unterschiedliche Rottöne. Und das ist so ein Punkt, das stört mich schon immer, gerade bei Klemmbausteinen, die aus China kommen. Oder eigentlich, das ist gelogen, eigentlich bei allen Klemmbausteinen, das sind die Rottöne. Ich habe mir mal hier den Spaß gemacht, verschiedene Klemmbausteine rauszusuchen von verschiedensten Herstellern. Natürlich die meisten aus China. Und ihr seht auch hier bei einmal Vierern, einmal Zweiern und einmal Einsern, wie viele verschiedene Rottöne es da gibt. Und ihr könnt ja mal raten, welcher hier davon Lego ist. Also wirklich ganz schrecklich. Rot ist wahrscheinlich die schwierigste Farbe, die es gibt, was Klemmbausteine angeht. Und ja, das schlägt sich dann hier erst recht nieder, wenn wir hier so einen roten Zug sehen. Natürlich wäre es schöner, wenn man hier die Steine alle von einem Hersteller hätte. Dann wäre die Farbe wahrscheinlich viel besser aus einem Guss. Wir sehen ja hier, die einmal Zweier haben eine andere Farbe. Hier drinnen haben wir auch einen einmal Vierer, der eine andere Farbe hat. Und hier auch wieder ein einmal Einser. Und hier auch einmal Einser Plates. Das ist ein bisschen schade, denn der Zug gefällt mir richtig gut, die Lokomotive, die Taurus, der Taurus, das hat der Janik richtig gut gemacht. Ich nehme sie jetzt hier mal runter von den Gleisen, dann schauen wir es uns genau an. Bin ja auch gespannt, euch das hier zu zeigen. Wie gesagt, es ist ja der erste eigene Zug von Modbricks. Wir haben hier natürlich auch durch die Steine etwas andere Spaltmaße. Wir haben hier von vorne das weiße 1x4er Fließchen hier vorne. Ist natürlich der Baureihe 182 geschuldet, also heißt Version der DB. Sehen wir auch oben hier an dem Grauen bei einer Taurus, also der richtigen Taurus aus Österreich, wäre ja alles rot. Und dann müsste man hier vorne auch die einmal Vierer gegen eine rote austauschen. Das habe ich auch vor. Ich werde den halt nochmal komplett rot machen. Aber da weiß ich noch gar nicht, ob ich den hier nochmal so baue oder ob ich die Anleitung mitnehme und dann versuche, das mit einem Klemmbausteinhersteller, den ich mir selber rausgesucht habe, zu realisieren. Also bleiben wir aber erstmal bei dem, was es ist. Ganz vergessen habe ich euch auch noch, die Steinchen hier sind übergeblieben, also vier, ja, fünf Stück, wenn wir die Bars mal dazu nehmen, sechs sogar. Vielleicht habe ich mich auch verbaut, da weiß ich nicht, wo es hinkam. Aber hier vorne sehen wir schön die Fensterscheiben realisiert, die Scheibenwischer. Wir haben hier, ihr habt es ja beim Bauen gesehen, da kommt es drauf. Das ist auch die einzige Problematik, die wir hier haben, dass wir hier quasi nur auf zwei Noppen etwas haben, was hält. Hier vorne, hier, also hier unten und halt dann diese Schräge. Das ist die Bautechnik oder der Bautechnik geschuldet. Auf der anderen Seite haben wir das natürlich auch. Unten haben wir alles grau. Wir bauen auch hier alles selber mit grauen Steinen. Hier unten könnte man dann ja einen Motor einbauen. Zeige ich euch auch, dass hier oben alles hohl ist, wo ihr dann Batteriekästen und so weiter einbauen könnt. Das sind die Stromabnehmer, richtig schön gelöst. Auch hier mit der ganzen Kabellage. Schönes Dark Blues Gray. Bisschen durchgebogen, aber es hält trotzdem drauf. Hier auf den Noppen habt ihr ja gesehen. Und da seht ihr da dann das Innenleben auch ganz unten Dark Blues Gray und hier auch schön gelöst diese Türen angedeutet. Hier mit den Light Blues Gray auch Bars und den Schlittschuhen und dann hier vorne wieder Front und auf der Seite hier das Gleiche. Hier unten, das ist ein bisschen wackelig, hängt halt auf vier Noppen. Da. Ich sage ja, dass wir hier Steine haben, ja, A, erstmal aller Couleur und B, auch aller Art. Ich zeige euch auch nochmal hier, dann da, nehmen wir es doch komplett auseinander, dass ihr es einmal seht. Hier, also das bauen wir zusammen, da. Bei den Fahnen hier unten hatte ich mal das Problem, dass mir eine abgefallen ist, aber jetzt hält sie. Sind hier Technikachsen, wo wir die Räder drauf haben. Es rollt aber relativ gut. Hier das Gleiche. Also natürlich, das mussten wir hier auch zusammendrücken. Ist auch noch ein bisschen schief, sehe ich gerade. Sind halt Chinasteine, ich habe es euch gesagt. Hängt auch hier nur auf
zwei Noppen da. So, aber dann hält es und geht auch nichts ab, wollte ich euch noch mal zeigen. Wie gesagt, ein bisschen anders ist es hier vorne. Da haben wir halt nur ein paar Noppen und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man diese Verkleidung auch richtig trifft. Jetzt hält es sogar hier alles. Ihr seht, es geht alles mit ab. Wir machen es wieder hier drauf. So, zack, zack, zack. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, ein bisschen drücken. Ich habe immer mit einem Teiletrenner das gemacht, so gegengekontert und dann hält es. Also, ich sag's ja, designtechnisch, guter Job vom Yannick, richtig cool. Für die Steine kann er ja so nix. Da werde ich mir wirklich überlegen, ob ich mir das noch einmal nachbaue aus, ja, wie E-Brick, also Go-Bricks oder Lego oder, ja, vielleicht auch komplett in Schwarz. Es gibt da ja auch verschiedene Varianten. Ich habe sogar gesehen, es gibt sogar eine Version oder eine Sonderlackierung vom österreichischen Bundesheer, die hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das, glaube ich, kriege ich mit meinen Skills nicht so gut hin. Naja, also das war es bis hierher mit etwas, ja, einheitlichen Farben und vielleicht ein besseren Steinchen wäre das hier wirklich ein großer Wurf. So ist es, glaube ich, der erste Schritt, den Modprix hier mit Zügen macht. Ich glaube, da kann man dann noch einiges verbessern. Diese rote Farbtafel, die werde ich mir jetzt mal zur Seite legen und mal beobachten, wie das bei anderen Herstellern ist. Aber ich glaube, jeder, der schon mal Sets aus China gebaut hat, noch schlimmer ist es ja wirklich bei Kommissionierern, also wo man genau weiß, man steckt da was hin und die machen für uns ein Set fertig. Da kriegt man dann erst recht so unterschiedliche Steine. Hier wahrscheinlich bei Modprix ähnlich, dass sie das haben kommissionieren lassen, ist ja auch diese Kleinserie und daher haben wir leider, leider diese verschiedenen Rottöne. Denn, da bleibe ich dabei, Yannick hat einen tollen Job gemacht. Das Set hat Potenzial, auf jeden Fall. Ich werde es definitiv nochmal nachbauen. Dann bekommt ihr hier auch natürlich wieder ein Review. Und zum Thema Yannick, natürlich findet ihr alle seine Social Media Accounts, seinen Rebickable Account und auch noch einen Link zu Mobabricks da in der Schweiz. Da hat er auch ein paar Sets realisiert und bei Lesti und so weiter. Also alles, was ich vom lieben Yannick finde, findet ihr auch unten dann in der Infobox in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, also ich werde jetzt nochmal zurück in den Schnitt gehen, ein bisschen was für euch aufsprechen, wenn ihr nämlich gleich ein paar Detailfotos bekommt und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Fotos, diesmal sogar ein kleines Video auf dem Drehteller, etwas überbelichtet, damit ihr da die Farben noch einmal ein bisschen besser zu Gesicht bekommt. Und wie immer an dieser Stelle auch der Hinweis, dass ihr unten in der Infobox das Set bei Modbricks findet, ein Affiliate-Link und natürlich die ganzen Links zu meinen Fakten, die ich euch eigentlich erzählen hätte wollen, würde ich nicht das Interview geführt haben mit dem lieben Yannick und Yannicks ganzen Verlinkungen, seine Social-Media-Kanäle und seinen Rebickable-Account findet ihr logischerweise auch unten in der Infobox. Das mache ich immer gerne, weil ich diese Videos hier ja eigentlich nicht nur mache, um euch Sets vorzustellen, nicht nur mache, weil es mir Spaß macht, sondern auch, weil ich finde, diese tolle Arbeit, der Mocker muss irgendwie honoriert werden. Und vielleicht eines Tages gehöre ich auch zu dieser Riege der Mocker. Ich arbeite daran und wenn ihr mich weiter so toll auf diesen Videos unterstützt oder mit diesen Videos unterstützt, wird es sicherlich auch bald das ein oder andere Mock von mir bei Rebrickable und Co. geben. Das verspreche ich euch. So, aber jetzt genug geredet. Kommen wir zu meinen letzten Worten, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende und ich habe es ja euch gerade schon gesagt, irgendwie wäre der Untertitel hier auch passend, 50 Shades of Rottöne aus China. Wobei ich euch ja gesagt habe, Lego ist hier auch mit dabei. Also echt faszinierend, wie viele Farbnuancen man in einer Grundfarbe irgendwie hinbekommt. Das ist nämlich das einzig, finde ich, für mich Negative hier bei dieser Lokomotive. Es ist mit die coolste, die ich kenne, wobei unter uns Pastorentöchter, ich bin ja noch nicht so lange im Lokomotiven-Zug-Train-Business dabei, aber sie ist für mich eine der ikonischsten der Neuzeit. Natürlich TGW, ICE, aber alleine diese Geschichte mit der Tonleiter beim Anfahren, die gefällt mir. Das ist so was, was den Blockstar irgendwie, den kleinen Jungen in ihm weckt und deswegen musste ich diesen Zug hier,
jetzt habe ich schon wieder Zug gesagt, diese Lokomotive haben. Der Janik hat einen tollen Job gemacht und er kann ja nichts für die Steine. Aber wir sehen uns hier wieder, denn ich werde auf jeden Fall diese Lokomotive hier noch einmal nachbauen, nämlich aus Lego, aus Go-Bricks. Kobi wäre schlecht, aber ich werde hier auf jeden Fall diesem Modell noch einen anderen Anstrich besorgen. Ich habe schon versucht, mir selber Aufkleber zu machen. Das ist ein bisschen tricky, denn auf Weiß kann man nicht so gut drucken. Also man kann jetzt keine weiße Farbe auf Folien so gut drucken, auf jeden Fall nicht mit handelsüblichen Druckern. Deswegen fällt hier so ein bisschen meine ÖBB-Bemalung aus. Ich habe hier nämlich mir einen Zug rausgesucht, der eigentlich hierzu perfekt passt. Ich blende ihn euch mal ein. Der hat nämlich auch ganz viele Rottöne und ist auch von der ÖBB, da wo ich irgendwie den Taurus damit verbinde, weil der Name ja nun mal von der ÖBB kommt. Also, der Janik hat einen tollen Job gemacht. Steinerauswahl schwierig. Irgendwie, wie gesagt, rot treffen kann wohl nicht jeder. Mir gefällt das Ding. Und wir sehen es nochmal wieder, da wiederhole ich mich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Lasst mir gerne dafür auch einen Daumen hoch oder Daumen runter da. Gebt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare wieder. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und wenn ihr den Kanal schon abonniert habt, drückt bitte auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, Freunde, das war's. Wir fahren jetzt hier an, wir steigen in unsere Taurus und machen auch einen Düdüdüdüdüdüd in den Sonnenuntergang. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockster.